Beim Rausgehen geht noch. Wenn ihr rauskommt, hier aufpassen, nicht darauf springen. Ihr brecht euch sämtliche Hacken. Sie ist eingedrungen. Der nächste. Menschenskinder. Die Jugend. Oh. Wie ein junger Gott. Wie ein junger Gott. Wieder war noch ein bisschen. Ich mach das ein bisschen anders. Wie ein junges Reh muss man da überhaupt. Warum? Dass ich aus dem Alter raus bin. Da steht ein. Kann das mal eben einer nehmen? Was ist hier unten? Ja, was ist hier unten? Was ist hier unten? Zu Mord. Man weiß es nicht, ne? Ihr wisst es nicht. Spannend. 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 Ich hab den Stempel mal im Auto. Ja, also, wir sind hier jetzt. Wir sind hier in der Gruppe, inoffiziell. Vielleicht muss man mal sehen, aber auch noch weil jetzt passiert kein Arzt. Arbeiten. Nicht so euer Ding. Wie bitte? Passiert kein Arzt. Sieh doch das Stein hier. Ja. Wie alt diese Farbe auch ist, ne? Ein bisschen abblättert hier. Das ist alte Ulf. Oh, richtig dick. Das ist Ulf-Farbe. Da siehst du richtig die Schichten. Eins, zwei, drei, vier, fünf Schichten, glaube ich. Jahrzehnte. Wenn man durch das Ödland zieht und keinen klaren Gedanken sieht. Der Urspaß, der ist nicht weit. Okay. Der ist bewaffnet und bereit. So, kann mir einer was zu dem Gebäude erzählen? Nur, dass es mal ein Lazarett war. Mehr weiß ich auch nicht. Okay. Und die drei Etagen jetzt auch raus. Keiner weiß. Kannst du selber suchen. So, gehen wir hier hoch. Ein einzelner Zimmer. Wenn man hier raussieht. Ja, hier wird es jetzt dunkel. Das sieht nach Toilettenanlage aus, würde ich sagen. Ah, hier. Stehtoiletten. Drei Stück. Okay. Ich würde sagen, nicht so ganz typisch deutsch, oder? Hier rechts. Ich war gerade allein und habe Carlos Vita wieder gefunden und Jan the Man und Thorsten hier. Ja. Wenn er freundlich ist. Wenn er freundlich ist und jetzt ist er auch dein Ehemann. Genau. Jetzt ist er auch noch mein Ehemann. Nur wenn er sich nicht benimmt, dann ist er mein Glücksschwerer. Okay, wir wollen jetzt hier keine... Mein Leben. So ist es halt. Ja, so sieht es aus. Vielleicht meine Frau auch mal. Das ist
ist ja echt riesengroß. Noch tiefer. Wieder so fasziniert. Der Farbe hier. Wow. Oh ja. Das schimmelt alles weg. Krass. Einfach nur krass. So, wenn die in die Richtung gehen, gehe ich mal hier rüber. Guck mal hier. Ja, gibt es nicht viel. Ja, guck mal hier. Schön. Ich hätte immer so viel Leben hier. Oh, hier. Und jetzt alles. Schiebe. Schiebe. Oh, hier geht nichts mehr, aber. Hier auch wieder so ein Schiebetürenschrank. In der Wand eingelassen. Und auf der anderen Seite? Boah. Nichts zu sehen. Und hier wieder ein Schrank. Und? So. Hier gibt der Boden schon nach. Sagen wir. Gucken wir es hier. Alles identische Zimmer. Und wieder ein kaputtgeschlagener Ofen. Man beachte die Lichtschalter. Gucken, ob Strom noch geht. Nicht wirklich. Mal rausgucken. So. Gehen wir mal hier in die Richtung. Hier, guck mal, eine lederbeschlagene Tür. Ich habe den Keller gefunden. Eine Doppeltür sogar, das wird wahrscheinlich... Doppeltür? Wahrscheinlich eine Sicherheitsgeschichte für ja. Patienten, die in Quarantäne sind. Irgendwas in der Richtung, ja. Ja. Vor allem mit Leder beschlagen von der einen Seite. Ne, von der nicht, aber von der Außenseite. Und Mann. Hier Zeitung. Aber gucken. Was haben wir denn hier? 87. Kann man das sehen? Alles russische Zeichnung. Guck mal hier. Von 87. Machen wir das Licht mal so. Interessant, also noch gar nicht so uralt. Ja, da sieht man, dass das doch tapeziert war. Hier stand vermutlich mal ein Ofen. Das muss irgendwas Besonderes gewesen sein mit so einer Doppeltür. Hier schon wieder Unizifferspur. Ja, so ein Standardzimmer. Jetzt bleibt nur noch der Keller. Und hier wisst doch alle, wo nachher die Kühltruhen mit den Leichen sind. Im Keller. Da haben wir mal geschafft. Lass mal eine ganze Gruppe zusammen in den Keller gehen mit den Leichen. Gute Idee. Was? Ich sag gute Idee. Leichen gucken. Ja, die sind da. Wir sind die schon. Und jetzt gehen wir da alle gemeinsam runter. Ob das eine gute Idee ist, bezweifle ich mal. Aber wir machen es trotzdem. Und wir Idioten gehen alle mit hinter ihm her. Ein Affe macht vor, alle anderen Affen machen nach. Ist genau. Halt so. Hier ist schon die Probe dabei, da muss ich mal nach draußen. Oh. Ich gehe jetzt einfach mal vorbei. Der Mutigste schleicht sich gerade vorbei.
Oh. Oh, ist das nicht, ist das nicht? Sind die Ponchos her, die von Willi. Ach, ja, guck mal. Das ist ja was. Da liegt noch einer. Hier liegen überall welche. Jetzt weiß ich auch, was er gemeint hat. Das sind die Leichen. Was immer das alles hier sein mag. Ich denke mal, das sind noch etliche. Ich habe das Lager von Das sind noch Batterien. Wow. Ey Leute, hier sind noch Asparo alte Batterien. Batterien? Ey, da hätten wir Feuer machen können. Frag dich nach Sonnenschein. Feuerschein hatten wir geschafft. Ich glaube, die sind entladen. Aber das wäre natürlich was gewesen, ne? Und was das für eine riesen LKW-Batterie ist. Nicht anpacken, eine Säure drin. Ja. Nicht anpacken. Lieber nicht anpacken. Guck mal, die sind auch. Nee. Lass mal weg hier. Scheiße. Die Jonas, die hätten wir gar nicht. Nee. Lass es. Komm, wir gehen mal lieber weg hier. Hier müsst ihr mal um die Ecken gucken. Um die Ecken gucken? Ja, genau da. Da sind die Leichen. Hier sind ganz viele Ponchos. Aber alles. Ah. Hättest du nur mal gucken müssen, hättest du sie gefunden. Danke für die. Hat er uns immer gesagt. Aber ob Willi hier wirklich drin war, glaube ich nämlich. Was haben wir hier? Ja, guck mal, hier ist der ganze Kamin schon ausgebrochen. Aber hier ist wirklich nur Keller. Man beachte diese High-End-Installation. Unglaubliche Elektrik-Trick. Wow. Wunderhübsch. Ja. Das ist alles der Putz, der hier auf dem Boden liegt von den Wänden. Wahnsinn. Wenn man jetzt hier gearbeitet hat, vielleicht in einer Bar oder sowas, das ist ja auch schon wieder ein bisschen rausgekommen. Das ist schon wieder echte Balken. Weil ich irgendwie runtergetragen wurden. Zeit jetzt nicht gefilmt oder was? Ja, das war die Kaiservilla. Wir waren jetzt im Kellergeschoss, Erdgeschoss, Mittelgeschoss, Obergeschoss. Es war schon stellenweise echt skurril. Da ist der Jonas. Hallo! Ja, war schon ganz schön krass und skurril. Liebt man nicht alle Tage. Und das ist echt verrückt hier. Ja. Es gab eine Etage, da wäre ich ganz gerne auch hingekommen, aber es gab weder eine Treppe noch eine Leiter und da hochzuklettern wäre ein bisschen gefährlich gewesen, deswegen habe ich es unterlassen. Es gab ein paar Ecken, wo ich dachte so, why? Warum? Welchen Sinn hat es? Ich verstehe es bis heute nicht. Aber gut, das Gebäude ist aus der Kaiserzeit irgendwann mal entstanden, es war mal ein Lazarett. Das ist aber auch das Einzige, was wir irgendwie bisher herausfinden konnten. War nichtsdestotrotz interessant. Und ja, und somit endet der heutige Abend. Das war so, glaube ich, mit unser Abschluss für den heutigen Tag. Jetzt sehen wir zu, dass wir was zu essen kriegen, was zu trinken kriegen, ins Bettchen kommen und ja, genießen einfach noch den Abend gemeinsam. Habt alle einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Wir haben euch lieb und denkt dran, das Leben ist schön. Von einfach war nie die Rede.